Hi, hier ist wieder Reflex von Fit wie Turnschuh. Ich zeige euch jetzt den zweiten Schritt, den man lernen kann im Bereich Downrocking. Dieser Schritt ist fast so aufgebaut wie der Six-Step. Er ist aber viel einfacher. Er hat nur einen Unterschied. Man steht nicht mehr so in der Beugung. Von der Seite nochmal. Man steht etwas mehr ausgestreckt, aber auch in der Beugung. Um mehr Geschwindigkeit zu kriegen. So hat man nämlich die Fliehkräfte für sich auf seiner Seite und kann damit sehr gut arbeiten. Ich zeige euch jetzt genau, wie das geht. Und der Schritt, um den es sich jetzt hier handelt, der heißt Floor Salsa. Floor Salsa, weil man sehr viele Schritte macht. Vorne, hinten, hinten, vorne. Vorne, hinten, hinten, vorne. Wie Salsa halt fast. Ich erkläre es aber gleich. In New York wird er auch Floor Salsa genannt. Man nennt ihn aber auch 12 Steps oder Baby Love. Aufgepasst. Jetzt kommt er. Ganz einfach. Selbe Prinzip. Etwas gestreckter diesmal. Step. Step. Habt ihr gesehen? Vorne lang. Ja? Zwischen meinem Arm und meinem Bein. Step. Und rüber. Step. Und jetzt hinten lang. Step. Und Step. Vorne lang. Step. Hinten lang, Step, vorne, Step, hinten, Step, vorne, Step, hinten, Step. Mit Step meine ich immer, dass ihr auf den Vierfüßer kommen sollt. Ja? Das hier heißt Nullstellung oder die Basis. Da, wo ihr anfangt, darum ist der so einfach. Vorne, Basis, hinten, Basis. Es ist immer ein Bein, was anfängt. Ich kann auch in die andere Richtung. Vorne, Basis. Hinten, Basis, vorne, Basis, hinten, Basis, als auch mit dem linken, vorne, Basis, hinten, Basis, vorne, Basis, hinten, Basis. Okay, genau aufgepasst, ich mache es jetzt etwas schneller. Leicht und los. Das war der 12-Step Baby Love oder Floor Salsa. Peace.